Hallöchen, hallo und herzlich willkommen. Und diesmal ein Haus, was noch nicht fertig gemacht ist. Also ein bisschen anderes Thema. Kostenlos, also das ist also hier habe ich nichts für bekommen, sondern ich mache einfach mal eine Vorstellung von diesem Haus, denn es ist ein ultraschönes Haus und das ist ein Startpaket. Nicht wundern, dass hier noch unsere Tierchen stehen. Wir haben hier ein bisschen Unsinn veranstaltet. Ich räume mich mal weg. Wir haben hier ein bisschen Unsinn veranstaltet. Und ich stelle mal hiermit die Meeresblütenvilla vor. Das ist ein Housing Starter Paket, wo man 800 Kronen für bekommt, 400 Slots hat. Ich zeige es mal ein bisschen, dass es mal auch ein bisschen sieht. Ne? Hier sieht man das, ne? 400 Slots. Und es ist einfach nur krass. Also ich muss es gestehen, ich bin echt absolut baff gewesen. Weil ich denke, bei uns wird das ein Halloween-Haus werden, aber generell ist es einfach ein ultraschönes Haus und man sieht, dass unfassbar viele Deko-Elemente hat. Also ne, hier Bäume ganz viele. Also falls man so nichts mit Housing zu tun hat zum Starten, ist es perfekt. Das hat 4,99 gekostet und wie gesagt 800 Kronen. Das heißt, man kann sich da noch mal einiges Schönes raussuchen. Man hat, wie gesagt, eine hübsche Fläche. Einen sehr coolen Effekt, muss ich sagen. Also hier guckt euch dieses Tor an, ne? Und dann, was passiert, wenn man das anklickt? So. Dann verschwindet das. Und wenn man es nochmal anklickt. Kommt es wieder. Aber ich finde es auch generell vom Aufbau sehr, sehr hübsch. Also es ist halt echt ultra schön. Und falls man halt, wie gesagt, damit nichts anfangen kann, dann kann man das halt auch als kleines Lager verwenden, weil mit 400 Slots macht man nichts verkehrt. Also da hat man nochmal die Möglichkeit, weil durch das Questen, Buddeln findet man ja eh immer ein paar Sachen und so weiter. Und da kann man die eigentlich hier ganz gut unterbringen. Und wie gesagt, hier die ganzen Bäume, das ist alles Sachen, die. Ja, auch zur Not. Ich sag jetzt mal eiskalt, ne? Wer verkauft nicht, aber, ne? Also auf jeden Fall hat man hier viele Möglichkeiten. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Wie gesagt, wenn man noch nicht geübt ist mit Housing, kann man sich das halt nochmal angucken in Ruhe. Man kann sich reintesten. Hier ist ein kleiner Raum oben. Und es sieht halt optisch total mega aus, ne? Also man hat hier echt viel zum Rumtesten an Möglichkeiten. Kann zwei Etagen bauen im Endeffekt. Gut, man muss oben gucken, wie weit das da halt geht. Ne? Also es gibt ja irgendwo einen Punkt, wo man halt nicht weitermachen kann. Aber von der Höhe her, ne, da wäre die Möglichkeit, noch mal ein bisschen höher zu gehen. Kamin. Also so spontan einrichten und ein bisschen üben, dafür ist das also einfach absolut perfekt. Ne? Also da kann man halt nicht irgendwie überfordert sein, weil es einfach so zu viel Fläche ist, sondern man hat einfach erstmal so die Möglichkeit zu gucken, was passt, was kann ich machen. Und man hat einfach durch die Shop-Auswahl, dadurch, dass man halt diese 800 Slots hat, 800 Kronen, nicht Slots, hat man hier nochmal ein paar Möglichkeiten zu gucken. Wie gesagt, das kostet nicht alles super viel, aber man kann halt auch ein bisschen schauen, so, ne, was hier alles im Angebot ist. Es sind halt schon einige Möglichkeiten auf jeden Fall vorhanden. Und man kann ja selber noch bauen. Also es ist ja nicht so, dass man da nicht selber auch noch bauen könnte. Also das sieht zum Beispiel absolut genial aus. Ne? Was man halt daraus macht, ist halt jedem selber überlassen. Ob man es als Lagerhaus weiterverwendet, ist auch jedem selber überlassen, falls man mit dem Thema Housing ein bisschen Probleme hat. Wobei Housing, also man kommt relativ schnell rein. Ich sage mal, man muss es austesten. Also ich bin auch noch viel am Lernen, ich muss auch noch super viel ausprobieren. Es ist halt noch sehr, sehr viel zu tun und auch, zu gucken, wie was funktioniert. Aber es ist halt einfach nur genial, dass man so eine Möglichkeit bekommt, wenn man das unbedingt ausprobieren möchte, weil es halt also wirklich sehr, sehr schönes Haus. Und wie gesagt, ich be bekomme ja nichts dafür. Also ich habe es mir selber geholt und ich bin einfach nur begeistert. War erstmal noch ein bisschen skeptisch. Aber ich muss sagen, doch, die Fläche finde ich toll und es wird wahrscheinlich ein Halloween-Haus werden. Ich bin noch am Überlegen, weil, ne, man kann ja theoretisch nochmal die Nacht einstellen hier. Muss man sich das mal angucken. Ich bin zum Beispiel ein Fan davon, immer alles auf Nacht einzustellen. Es ist halt so mein Ding, muss ich gestehen. Und Einrichtung. Ich mag einfach super, super gern alles immer auf Nachtmodus stellen, weil gerade beim Nachtmodus sieht man eigentlich, wie viele Effekte man noch so einbringen kann. Tagsüber
Also mit dem Tageslicht geht das nicht ganz so gut. Also man sieht da nicht alles. Aber wenn man zum Beispiel sich mal die Nacht anschaut, wie man hier noch zum Beispiel mit Kerzen oder generell Licht arbeiten kann, verstecktes Licht einbauen könnte, ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Na, ist noch nicht ganz. Jetzt wird es hier Abend. Da sieht man es. So, jetzt aber. Ne? Weil da sieht man eigentlich am meisten die Möglichkeiten. Und ESO hat ja generell dieses Ding, oh, du kannst so mit Licht spielen bis zum Umfallen. Ne? Das ist einfach der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. So, jetzt gucken wir uns den Effekt nochmal im Dunkeln an. Könnte so eine, echt so eine alte Ruine draus machen. Ah, es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist halt so ultra schön gemacht. Finde ich schön, finde ich toll. Also, wie gesagt, die Möglichkeit finde ich schon krass. Und man kann auch nochmal nachgucken. Also, die 800 Kronen, wie viel die im Shop kosten. Wie gesagt, das Haus bei 400 Slots, das wäre schon einiges an Gold, was man halt in dem Sinne spart und allem drum und dran. Und wie gesagt, für Starten ist es halt ideal. Also, wenn man sich's überlegt, dann würde ich sagen, ist es eine Empfehlung. Definitiv. Und an der Stelle, Dankeschön, Wudanfall. Dass du mir nochmal auf das Haus aufmerksam gemacht hast. Ich hätte es, glaube ich, echt so noch nicht. Ich hätte es gar nicht mitbekommen. Doch wahrscheinlich in irgendeinem Stream, wenn mich also da jemand drauf angesprochen hätte. Aber Dankeschön an der Stelle nochmal, dass es mir gezeigt hat. Ich finde es toll. Also, ich finde es toll. Wie gesagt, ich habe es geholt. Und ja, da könnt ihr euch das selber überlegen. Ich habe es euch jetzt gezeigt, na, was ihr daraus macht. Könnt ihr dann schauen. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Reinschauen, ne? Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, wie auch immer, wann ihr das Video schaut. Lasst einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!